Hallo liebe Kampfsportfreunde, neben mir Taifun Lutaliwe-Kämpfer Nikolai Salcho, der gerade seinen ersten Kampf gegen Sascha Ernst bestritten hat. Nikolai, das verlief recht gut, du konntest den Sieg einfahren und hast damit unter anderem dazu beigetragen, dass euer Team gegen Sparta Essen gewinnt. Beschreib uns doch mal kurz die Eindrücke von deinem Kampf. Ja, also war ein guter Kampf, hat mich ein bisschen aufgeregt, dass er sich die ganze Zeit an meiner Hose festgehalten hat. Ich habe direkt von Anfang an Gas gegeben und wollte ihn eigentlich finishen. Er war sehr stark, deswegen konnte ich den Armhebel nicht ansetzen, aber dann bin ich auf Sicherheit gegangen und habe den Kampf halt bis zum Schluss durchgezogen. Ne? Und ja, war für mich sehr guter Kampf, abgesehen davon, dass er halt immer festhält, aber naja, sind Kleinigkeiten. Ich denke mal, das wird sich auch später noch im Sport weiter ergeben. Ne? Ja, man konnte sehen, du hast immer wieder probiert, den Arm zu hebeln, manchmal Kimura, manchmal einen langen Armstrecker. Wie nah warst du eigentlich immer dran, vom Gefühl her, ihn zu submitten? Ja, also ich dachte, ich hätte ihn eigentlich schon und dann hat er sich noch im letzten Moment irgendwie rausgedreht. Wie gesagt, er hat halt sehr viel Kraft in den Armen und da konnte ich halt keinen richtigen Hebel ansetzen. Der Amerikaner hat gar nicht geklappt, da hat sich nichts bewegt, aber naja, beim nächsten Mal. Man kann ja auch bei dir jetzt eine ganz klare optische Veränderung erkennen. Du hast einiges an Gewicht gelassen. Erzähl uns doch mal kurz, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, es ist halt, einmal habe ich mich ziemlich unbeweglich gefühlt mit 108 Kilo. Fühle mich so sehr viel spritziger, sehr viel dynamischer. An der Kraft habe ich eigentlich gar nichts verloren, im Gegenteil, bin eigentlich stärker geworden, habe sehr hart trainiert, war jetzt 2 Wochen in Thailand. Habe da mit guten Leuten auch trainiert und natürlich, meine Frau wollte auch mal ein bisschen wieder was zum Gucken und zum Anpacken haben und da dachte ich mir, komm, gehst du mal ein bisschen runter und ich fühle mich gut dabei, also top. Es gibt ja Kämpfer, denen fällt es sehr schwer, Gewicht zu machen, anderen eher leicht, wie ist das bei dir? Ja, wenn der Wille da ist, kann man alles schaffen. Also ich wollte es unbedingt und natürlich Ernährung, hartes Training ist schon sehr wichtig. Also natürlich ist das auch psychisch halt sehr, geht das sehr stark an die Psyche, aber man muss halt auch sich gut ernähren. Nicht einfach nichts essen, das ist Schwachsinn, weil da verliert man halt Kraft und man muss halt einfach hart trainieren und dann geht das schon. Bei einem Kampf konnte man auch bemerken, die Fans von euch als auch der ganze Trainerstab und Team haben dich lautstark angefeuert. Wie sehr verhilft das dir überhaupt die Leistung zu bringen, wenn du so ein lautstarkes Team und auch Zuschauer hinter dir hast? Also eigentlich auf der Matte kriege ich davon gar nichts mit. Also ich bin da in meinem Element und ich denke gar nicht, höre gar nichts drum rum und bin halt komplett auf den Kampf fokussiert. Und ich kriege da nichts mit. Also klar, von außen, also wenn ich selber anfeuere halt so, dann ist das, bin ich selber noch emotionaler, als wenn ich selber kämpfe halt, aber so, wenn ich selber auf der Matte stehe, kriege ich davon nichts mit. Ne? Ihr habt jetzt einen Teamsieg gegen den momentan amtierenden deutschen Meister geholt. Hm? Deutscher Meister dieses Jahr, Taifun Lutaliwe? Auf jeden Fall, auf jeden. Alles klar, das ist eine klare Ansage. Vielen Dank für das Interview, Nick. Bis dann, alles Gute.